Jetzt bin ich natürlich gespannt auch auf die Sicht des Handels sozusagen, denn wir haben Matthias Blodig als Nächsten zugeschaltet vom Foodtech Campus aus Berlin, powered by Edeka. Und der wird uns einen Einblick geben, wie sich eben der Alltag durch Corona in diesen Zeiten für Konsumenten eben verändert. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also herzlich willkommen, Matthias, an der Stelle. Ja, hallo, grüß euch. Danke für die Einladung und dass ich heute teilnehmen kann. Ich habe bis jetzt ein sehr spannendes Programm. Ich habe nicht alles mitbekommen wegen Heimkita und Kinderbetreuung, aber du bist doch da. Du bist doch da im Point of Sale, sehe ich gerade. Ja, ja. Der Hintergrund, ne? Fantastisch. Das ist ein Bild von unserem Campus in Berlin. Ja. Und ja, als Campus-Team haben wir uns sozusagen, als Futter-Campus-Team, ein Innovationsteam in der Edeka, haben wir uns dargestellt, wie der Homo Corona, haben wir ihn mal getauft, das habe ich in einem Zeitungsbericht mal gelesen, wie sich quasi dessen Alltag während der Pandemie verändert hat und wie der sich beeinflusst hat, wie er beeinflusst wurde. Und vor allen Dingen interessiert uns, was bleiben wird und welche gelernten Muster vielleicht die Menschen wieder zurückfallen und die Kunden wieder zurückfallen. Das Ganze machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern das soll uns halt helfen am Foodtech Campus bei der Auswahl von innovativen Lösungen. Also der Foodtech Campus ist quasi ein Open Innovation Netzwerk. Also uns werden relativ viele Ideen vorgestellt von außen. Und wir müssen natürlich für uns besser verstehen, okay, welche Themen sollen wir treiben oder nicht. Und deswegen haben wir letztendlich da so ein Arbeitspapier erstellt und ich hatte dir angeboten, mal so ein paar kleine Einblicke in dieses Arbeitspapier. Das wäre fantastisch. Das ist die Idee. Gut. Was haben wir gemacht? Wir haben es ein bisschen anders gemacht als vielleicht normale Marfo. Wir haben es vor allen Dingen in Alltagsbeobachtungen gehalten. Das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass meine Frau Ethnologin ist und diesen ethnografischen Ansatz gewählt hat. Das heißt, wir haben versucht, über Studien, eigene Interviews und Fachartikel, die in den letzten 6 Wochen entstanden sind, möglichst nah sozusagen bei den Menschen zu sein. Also wir haben jetzt nicht hunderte von Menschen beobachtet, aber wir haben versucht, über anekdotische Geschichten zu erkennen, wie hat sich ganz konkret in den letzten 6 Wochen der Alltag halt geändert. So, und diese Erkenntnisse, die wir da sozusagen abgeleitet haben, versuchen wir dann wiederum in Innovationschancen umzusetzen. Da haben wir uns auf 3 Gebiete fokussiert. Einmal das Sortiment, was natürlich für jeden Händler wichtig ist. Dann einmal, was für Chancen bietet das für unser stationäres Geschäft und was für Chancen bietet das für digitale Services, wo Online-Handel ein Unterpunkt des Ganzen letztendlich ist. Und so sind wir eigentlich losgeziegert und haben uns vorhin erstmal angeschaut, okay, Alltag, wie kann man das strukturieren? Da haben wir uns 5 Strukturpunkte, einmal das Ich, also ich selber, ich als Mensch, Achtsamkeit, Gesundheit, Körper, dann wie sieht mein Zuhause aus, wie hat sich mein berufliches Dasein verändert, wie hat sich meine Freizeit verändert und wie hat sich mein lokales soziales Umfeld verändert, sozusagen. Aber welche Veränderungen gab es da? Da würde ich jetzt einzelne, wirklich nur so kleine Bits geben, weil ich sehr viel Zeit habe, wer daran interessiert ist, kann mich gerne nachher über LinkedIn ansprechen. Was sozusagen in meinem eigenen Körpergefühl sich verändert hat, ist, dass sozusagen die Menschen was wir gelesen haben, unserer Beobachtung, viel stärker zum Biorhythmus zurückkehren. Das hat damit zu tun, dass einfach der Arbeitsweg wegfällt. Vielleicht hat es auch der eine oder andere in seinem eigenen Leben schon selber mitbekommen. Das heißt, wir gehen wieder mehr in Rituale rein. Der Tag beginnt nicht gleich mit Aufstehen, Zähne putzen und stressig ins Büro fahren, sondern vielleicht mit Frühstück, vielleicht mit Sport. Das ganze Homeoffice, wo man keine Kinder oder keine Heimkita oder Heimschule hat, ist ein Ort, wo sozusagen man jetzt ungeschminkter unterwegs sein kann, als es vielleicht früher der Fall war. Man bekommt so ein neues Körpergefühl. Gerade so, wenn ich jetzt meine Dailies reinschaue, relativ viele weibliche Kollegen, die sehen ein Stück weit anders aus, als im Büro sich normalerweise quasi angezogen haben oder auch schminken und solche Themen verbrauchen. Ich glaube auch, dass wir haben festgestellt, dass die Reizarmut gesunken ist. Wir haben viel, viel weniger Reizarmut, dass wir zu Hause sind. Und das ist eher so der neue Dreh- und Angelpunkt in unserer Beobachtung. Das Zuhause hat enorm an Bedeutung gestiegen letztendlich. Und das Kuriose ist, dass jetzt plötzlich viele Orte unseres Alltages, die eigentlich draußen stattfanden, also Büro, Spielplatz, vielleicht Fitnessstudio oder Bar oder Kneipe, dass die jetzt quasi plötzlich zu Hause stattfinden. Ja, zu Hause ist sozusagen ein Ort, der ein Stück weit halt sicher gilt, wo ich auch keine Restriktionen wie Händewaschen, Abstand und das alles beachten muss. Ich kann mich also ein bisschen ungezwungener
ungezwungener bewegen. Und das wiederum führt dazu, dass die Außenwelt jetzt eher als, nicht als Gefahr, aber zumindest als komplizierterer Ort wahrgenommen wird, in dem halt Veränderungen stattfinden. Deswegen wir jetzt auch schon sehen, dass Einkäufe ganz anders geplant werden. Die Leute kommen halt eher mit geplanteren Einkäufen zu und sich mehr so oft, weniger, dafür kaufen sie halt mehr ein, versuchen möglichst zügig fertig zu werden. Wir sehen halt, dass Lieferservices, sozusagen das Restaurant über Lieferservices nach Hause gebracht, also es findet extrem viel zu Hause statt, auch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, also neu für gewisse Zielgruppen wie Großeltern. Also bei uns sehen halt die Großeltern ihre Enkel mittlerweile über Videodienste, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Das sind Dienste, die hätten die früher halt nie genutzt und die gewöhnen sich jetzt halt zu langsam mehr daran. Ich glaube auch, dass Homeoffice-Ausstattung, wenn die noch nicht, also zunehmend steigern. Das kann durchaus möglich sein, dass jetzt zunehmend ein viel professionelleres Video- und Audio-Equipment in den Zuhauses der verschiedenen Menschen halt ist. Auch damit könnte man vielleicht im Nachgang was anfangen. Und so entwickelt sich zu Hause halt zu dem Dreh- und Angelpunkt. Im beruflichen Umfeld hat sich da geändert. Da hat sich die Welt ein Stück weit erstmal in systemrelevante und nicht systemrelevante Bereiche aufgeteilt. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass sich bei zukünftigen Jobwechseln die Menschen noch mal eher überlegen, eigentlich auf welcher Seite sie jetzt stehen wollen und vielleicht nicht ganz so sehr immer die monetären Anreize halt ziehen. Das ganze Thema Homeoffice führt natürlich zu viel, viel weniger Pendlerfahrten. Das ist theoretisch nicht alle, aber viele werden jetzt einfach Zeit durch weniger Fahrweg zur Arbeit einsparen. Das müsste dazu führen, dass erstmal so klassische Pendlergeschäftsmodelle, die wir auch teilweise haben, ein bisschen an Bedeutung verlieren. Vielleicht führt es sogar dazu, dass sich Menschen jetzt doch mal überlegen, den Radius um teure Wohngegend, also in Berlin wäre das jetzt sozusagen der S-Bahn-Ring, hier nochmal größer zu ziehen. Und wenn ich dann noch dreimal die Woche in die Stadt reinpendeln muss, dann ziehe ich vielleicht doch nochmal 10, 20 Kilometer weiter raus aufs Land. Das sind so die positiven Aspekte. Die negativen Aspekte sind bestimmt jetzt, dass viele Menschen jetzt in der kurzfristigen Betrachtung ein Stück weit Jobangst haben, Kurzarbeit kündigen, Insolvenzen, alles, was wir so mittlerweile erwarten. Und die Menschen werden mit Sicherheit über einen gewissen Zeitraum erstmal weniger Geld zur Verfügung haben, als es vor der Zeit der Fall war. Das sehen wir nach Freizeit. Viele entdecken ihre alten Hobbys wieder. Fotobücher werden jetzt mal fertig gemacht, wird gegärtnert. Bei uns im Haus haben die drei Leute angefangen, Brot zu backen, Kochleidenschaften werden wiederentdeckt. Also auch diese Reizarmut, von der ich vorhin gesprochen habe, führt, dass sozusagen die Menschen wieder mehr schöpferisch unterwegs sein wollen, gestalten wollen und ein Stück weit kreativ sein wollen. Und wir glauben, dass das Naturerlebnis noch mal ein bisschen sich verändert hat. Das merke ich auch in meiner eigenen Wahrnehmung, dadurch, dass weniger Freizeit in Einrichtungen stattfindet, gehen die Menschen einfach mehr vor die Straße und das führt dazu, dass sozusagen lokale Umgebung wieder viel mehr entdeckt, Gartenanlagen, vielleicht Waldgebiete. Im sozialen Umfeld hat wahrscheinlich jeder gemerkt, gibt weniger Lärm, weniger Verkehr, ich gehe auch wieder mehr raus, aber alles Bewusstsein zur Umwelt. Und natürlich sind jetzt so Nachbarschaftsnetzwerke, Solidarität unter den Nachbarn ist extrem gestiegen. Also das Haus hat sich, seitdem wir jetzt diese Pandemie haben, viel, viel besser kennengelernt. Das wird wahrscheinlich auch vielen anderen so gehen. Und wieder der Bezug zu lokalen Angeboten ist gestiegen. Also, und die Gemeinden, lokale Bäckereien werden jetzt auch nochmal gestärkt in der Wahrnehmung. Das ist sozusagen das, was unsere Quintessenz ist über die Veränderung, wenn wir uns jetzt mal nur die anschauen. Und die Ableitung daraus, die Punkte mal rauszuziehen, sind immer noch so die Menschen. Wir glauben, das kam auch heute schon ein paar Mal im Laufe des Tages. Wir glauben, dass Produkte, die sozusagen dabei unterstützen, ihre neu gewonnenen Kochleidenschaften oder Frühstücksrituale oder Backrituale, dass sie dabei unterstützen, die zu behalten in der Zukunft nachgefragt werden. Entwicklung neuer Hygieneprodukte ist mit Sicherheit ein spannendes Thema und auch Produkte, die das gemeinschaftliche Kochen unterstützen, ist sicherlich auch ein spannendes Thema. Bis hin zu, es kam auch noch in einem Beitrag, so Lebensmittel mit antiviralen Eigenschaften, da glauben wir auch daran, dass das ein werden verstärkt nach. Ja, vielen Dank, Matthias Blodig. Ich höre gerade irgendwie, das Internet lässt an der Stelle leider ein bisschen nach. Irgendwie müssen wir die Leitung dann nochmal stärken zwischen Berlin und Osnabrück. Aber dafür haben wir ja eine gewisse Nähe hier zu unserem Staatssekretär für Digitalisierung. Ich weiß, dass ihr dieses
diese Marktbeobachtung auch weitermachen wird. Ne? Von daher gehe ich davon aus, es lohnt sich, euch zu folgen, dich zu kontaktieren, sodass irgendwie alle auch über die Ergebnisse da auf dem Laufenden bleiben. Und ihr haltet ja sehr viel Ausschau auch nach spannenden neuen Tools. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wo euch dann eben auch alle finden und einen kleinen Hint da geben. Ja. Also der einfachste Weg ist auf LinkedIn nach meinem Namen googeln, ansonsten foodtechcampus.com ist die Webseite und da gibt es dann diverse Kontaktmöglichkeiten, um Lösungen einzureichen, Produkte zu platzieren. Am besten LinkedIn ist, glaube ich, die schnellste und einfachste. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Matthias Blodig. Ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich. Und ja, einen schönen Abend.